Das Foot Fantasy Team Nummer 2 ist heute gedroppt. Wir haben geisteskranke Karten wie ein Ousmane Dembele, Philipp Coutinho, Anthony Martial und noch viele mehr. Und zum Beispiel der Dembele liegt einfach bei 7 Millionen Coins. Das sind geisteskranke Preise. Aber wir haben auch für unsere RTG was Geiles bekommen. Einen 87er Mittelfeldspieler aus der La Liga mit Upgrade-Potenzial auf eine 90er Gesamtwertung und fast ganz knapp vor Hullet Gang Stats ist der Boy auch. Es sind 4 Aufgaben, die sind sehr leicht zu machen und jetzt schauen wir uns an, wie wir die am leichtesten hinbekommen, weil es ist in den neuen Modus wieder zu spielen, der ein bisschen umständlich ist. All das schauen wir uns an. Bevor wir reingehen, lasst einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, denn dann verpasst ihr keine Videos mehr und damit würdet ihr mich komplett heftig und vor allem auch kostenlos unterstützen. Genug gelabert, wir gehen jetzt rein und schauen uns die Lo Celso Foot Fantasy Card an. Und rechtsklick! Peacemates, was geht ab und damit willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einem erneuten Video. Wir sind drin im Foot Fantasy Event. Heute ist das Team Nummer 2 gedroppt. Wir haben Coutinho, wir haben Martial, wir haben Dembele und noch viele andere Banger. Die Preise sind geisteskrank, ich habe schon geschaut. Ein Ousmane Dembele kostet gerade um die 7 Millionen Coins, wirklich einfach nur krank. Und wir haben auch was für die RTG bekommen, also ein Spezialobjekt, eine Foot Fantasy Karte zum Erspielen. Zum Team 1 gab es ja den Simon aus der League 1, der 88er, und heute ist was gekommen für die La Liga, und zwar Lo Celso. Ich weiß nicht, ob Lo Celso, Lo Celso ausgesprochen wird. Er ist gekommen, ein 87er Argentinier in der La Liga, 4 Sterne, 3 Sterne ist okay, ja, Arbeitsraten sind hoch. Wir haben sehr gute Stats, also wir haben hier fast Rollet Gang Stats, 82 Tempo, 83 Schuss, 78 Pass, 78 Dribbling, 80 Physis und auch 75 Death. Wenn er plus 3 bekommt, ja, hat er jetzt 78 Death, da hat er jetzt keine, immer noch keine Rollet Gang Stats, aber mit dem kleinen Chemistry Style kriegen wir dann schon locker auf Rollet Gang Stats und die Werte sind sehr, sehr gut, gerade passen. Für mich ist es immer als Mittelfeldspieler wichtig, kann der passen, kurzer Pass 89, langer Pass 88. Der Mann kann passen. Spezialeigenschaften, angeschnittene Schüsse, Flair, Distanzschuss, Tempo, Dribbling, Spielmacher, Außenrissschuss und die Dribbeltechnik. Es ist eine krasse Karte. Es ist eine sehr, sehr krasse Karte. Kann man linken und wie gesagt, plus 3 Upgrade kann er bekommen. Also am Ende haben wir hier eine 90er Karte. Wir haben nur 4 Aufgaben wieder. Die gehen wir direkt an. Die erste Aufgabe heißt bereit im Live-Foot-Freundschaftsspiel kluge Käufe. 2 Tore mit Mittelfeldspielern vor und trifft dabei mit einem kompletten Team an, das für weniger als 2000 Münzen pro Spieler inklusive Ersatzbank gekauft wurde. Das Ganze habe ich bei Simon schon mal erklärt. Der Modus ist halt so, beziehungsweise die Aufgaben da drin. Ihr müsst da mit Spielern spielen, die maximal 2000 kosten. Also ihr könnt da nicht mit eurem Toti Messi spielen. Könnt ihr, aber das zählt nicht. Also ihr müsst gucken, dass jeder einzelne Spieler maximal 1900 kostet. Und auch die Bank. Also ich habe auch gedacht, ja, wir machen halt ein Billo-Team und die Bank tun mir dann 3 krasse einwechseln. Auch nur maximal 1900 Coins. Darauf müsst ihr halt achten. Das ziehe ich auch jetzt durch. Die zweite Aufgabe heißt, erziele im Live-Food-Freundespiel kluge Käufe. 2 Tore von außerhalb des Strafraums und trifft dabei mit einem kompletten Team an, was weniger als 2000 Münzen kostet pro Spieler inklusive Bank. Ihr müsst die Spieler halt sozusagen dann, ja, kaufen. Oder halt gucken, was für ein Wert. Ne, es darf, glaube ich, kein Erstbesitzspieler zu. Also es muss gekauft werden. Genau, das haben wir letztes schon geklärt. Das habe ich mich letztes Mal schon gefragt. Dann müssen wir 5 Partien gewinnen in dem Modus. Und die letzte Aufgabe, da müssen wir in 7 separaten Partien in diesem Modus ein Tor per angeschnittenen Schuss erzielen. Und bei beiden Aufgaben auch wieder mit dem Team antreten, was maximal 1900 Coins pro Spieler teuer ist. Und dann haben wir ihn schon, den Lo Celso. Ist eine coole Karte, Jungs, nehmt ihr euch mit, was soll ich dazu sagen. Von mir gibt es da auf jeden Fall ein Go, also eigentlich bei jeder Karte, weil es SBC-Futter, selbst wenn ihr die gar nicht gebrauchen könnt, die Aufgaben sind leicht, nehmt sie euch mit, hat Upgrade-Potenzial auf den 90er, ist eine coole Karte, Jungs. Das war mein Video zu Lo Celso, Lo Celso, wie auch immer. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wenn es so ist, lasst einen Daumen nach oben da,
abonniert den Kanal, denn dann verpasst ihr keine Videos mehr. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder zurück hier auf meinem Kanal zu irgendeinem neuen FIFA-Video. Bis dann, haut rein, aber nicht im Gesicht, denn das tut weh. Das ging aber schnell vorbei, muss ich jetzt schon gehen. Dann sag ich schnell Dippe-Dippe-Dapp, Ade, auf Wiedersehen. Hey, wir sehen uns wieder, wir tanzen, spielen, singen Lieder. Pieplo-Platsch und machen ganz viel Quatsch. Hey! Gülle, Gülle, das wie dann ja, adios und tschö. Sayonara, Yasu, ciao, bye bye und adieu.